Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video will ich mich mal mit einem Thema befassen, das sicherlich viele bewegt. Und zwar Ernährung, Gesundheit und Krankheit. Wie das zusammenhängt. Und die Nahrung, für die wir Menschen im Grunde genommen geboren sind. Und das gleich vorweg, das ist nicht die Nahrung, die wir heutzutage fast selbstverständlich zu uns nehmen. Auch nicht die Nahrung, wo wir alle gelernt haben über viele Generationen, das wäre gesund. Da gibt es viele Mythen, wie ich festgestellt habe, an die auch ich immer geglaubt habe, die aber, wenn man ein bisschen logisch denkt, völliger Blödsinn sind. Aber weil wir das über einen sehr langen Zeitraum, ich spreche hier von Jahrhunderten, alle gelernt haben, kommen wir gar nicht mehr auf die Idee, das überhaupt zu hinterfragen. Ich will erstmal kurz erklären, wie es überhaupt dazu kam, dass ich dieses Video hier mache. In diesem Video findest du im Anschluss, im zweiten Teil, eine ganz, ganz ausführliche Anleitung über 67 Seiten. Ich habe mir da also die Mühe gemacht und habe die PDF zerlegt, worauf es wirklich ankommt. Und was auch völlig logisch, einfach, ganz einfach und einleuchtend ist. Ich mache es mal kurz, wie es dazu kam. Meine Lebenspartnerin befasst sich schon sehr, sehr lange ganz ausführlich mit gesunder Ernährung. Ich kenne niemanden, der sich so ausführlich damit befasst hat. Immer auch mit dem Hintergrund, um die ideale Figur zu halten, die Wohlfühlfigur, und zwar sich auch noch rundum wohl dabei zu fühlen. Das Wohlfühlen ist wichtig, sich auch satt zu fühlen. Ein veganes Leben, also der Verzicht auf Fleisch, ist da Grundvoraussetzung gewesen. Aber ebenso die Verwendung von ganz hochwertigen Olivenölen, natürlich kalt gepresst, oder Hanfölen, die ja immer ganz schön teuer sind, genauso wie Gemüse hier vom Bauernmarkt. Das ist also ein Markt, wo nur Erzeuger verkaufen, direkt verkaufen. Aber dennoch war das nie wirklich befriedigend. Und ich habe in den letzten Wochen einige Videos zu Wilhelm Reich gemacht und wir haben uns dann eben auch intensiv mit Wilhelm Reich befasst. Und so im Rahmen unserer Recherchen ist meine Lebenspartnerin auf einmal auf einen Arzt gestoßen, von dem ich vorher noch nie gehört hatte, von dem man auch im Mainstream nichts hört. Warum? Ist kein Wunder, wie du im Laufe dieses Videos sehen wirst. Und das, obwohl er nachweislich über 5000 Menschen wirklich geholfen hat, gesund zu werden und das Abnehmen, das Übergewicht zu verlieren, das war einfach eine ganz normale Begleiterscheinung, eigentlich ein Nebeneffekt. Denn ein gesundes, biologisches Wesen, das Mensch genannt wird, hat natürlich keine 10, 20 oder 30 Kilo Übergewicht. Das ist irgendwie einleuchtend, das ist irgendwie nicht schwer zu verstehen. Der Name des Arztes ist John McDougall. Ist ein Amerikaner, glaube ich. Ganz kurz die Geschichte von dem. Der hat mich wirklich viel an Wilhelm Reich erinnert, weil der so ähnlich wie der Wilhelm Reich seine Entdeckung gemacht hat. Der hat einfach die Augen aufgemacht, hat nicht einfach der Wissenschaft, die also nur Wissen geschaffen hat, geglaubt, sondern hat hingeguckt und beobachtet. Und zwar das, was wirklich da ist. Und das, was er da entdeckt hat, weil es eben wirklich da ist, das ist total einfach und einleuchtend. Ich habe mich nachher gefragt, warum habe ich das selber nicht gesehen? Und deshalb ist eben auch das Diätprogramm, sag ich es mal so, von dem alles andere als eine große Qual. Im Gegenteil, da kann man sich sogar richtig den Bauch vollschlagen, bis man rundum satt ist. Naja, dieser Arzt, dieser John McDougall, der hatte also Medizin studiert und ist dann als Arzt in Hawaii auf einer Zuckerplantage mit 5000 Mitarbeitern als Werksarzt tätig gewesen. Also er
war für die Gesundheit der Mitarbeiter zuständig. Und obwohl er sich da die größte Mühe gegeben hat, hat er nach einigen Jahren festgestellt, dass sich an dem Gesundheitszustand der Mitarbeiter nichts geändert hat. Die sind also nach wie vor, wie in der westlichen Welt fast alle Menschen, übergewichtig und krank gewesen. Oder wie er das auf Englisch gesagt hat, fat and sick. Ich setze in die Beschreibung einen Link zu einem Vortrag von ihm, allerdings in Englisch, wo er das auch nochmal ausführlicher erzählt. Und weil er den Menschen wirklich als Arzt helfen wollte, hat er sich da ganz viel Gedanken gemacht und hat sich damit befasst, woran das denn liegt, dass er ihnen die besten Medikamente und alles verschreibt und die dennoch nicht gesund werden. Und dann hat er sich das mal aus einer ganz anderen Perspektive, nicht aus der rein medizinischen, jetzigen Situation, sondern eher so aus einer Vogelperspektive angesehen und hat sich das angeschaut, wie der Wilhelm Reich das eben manchmal auch gemacht hat, um sich einen Überblick zu verschaffen. Der hat das nämlich ganz einfach gemacht, der hat sich die Rahmenbedingungen angesehen. Der hat gesagt, was für Rahmenbedingungen sind da? Weil ja schließlich die Rahmenbedingungen den allergrößten Einfluss haben. Ich habe das hier einfach in der Grafik mal so ganz locker gegenübergestellt. Die Rahmenbedingungen zum Beispiel, wenn jemand Einwohner von Köln ist, der sagt, ich bin Einwohner von Köln, der Stadt Köln. Dann kann dieser Einwohner da in Köln, der kann ruhig Lederhosen tragen oder Hawaii-Hemden oder Tirolerhüte oder von mir aus auch ein Federbusch von Indianern. Wenn der die Augen wieder aufmacht, wird er sich innerhalb dieser Rahmenbedingungen wiederfinden und wird feststellen, oh, ich bin in Köln. Egal, was der da innerhalb des Rahmens ändert. Und so hat sich der Arzt das eben auch angesehen, die Rahmenbedingungen der Gesundheit, des Gesundseins von diesen 5000 Mitarbeitern, weil er eben wirklich entnervt war und nicht mehr wusste, was er machen sollte, weil er ihnen alle möglichen auch wirklich guten Medikamente verschrieben hatte. Und dann hat er sich die Rahmenbedingungen angesehen und hat gefragt, sind heute noch die gleichen Rahmenbedingungen wie in anderen Zeiten? Der hat das also wirklich ganz einfach gemacht. Der hat einfach hingeguckt, beobachtet, der hat wirklich hingeschaut, das was da ist und hat festgestellt, dass die Mitarbeiter auf dieser Zuckerplantage in der Regel jetzt in der dritten Generation schon da sind. Und er hat einfach geguckt, wie sah das eigentlich mit den Generationen vorher aus, der Krankheitszustand. Wie gesund war die erste Generation, die zweite und die jetzige, die dritte Generation. Er hat festgestellt, dass die erste Generation vor Gesundheit gestrotzt hat. Da gab es solche Probleme wie Übergewicht oder Krankheiten so gut wie gar nicht. Die waren kerngesund. Die zweite Generation, die war schon anfälliger für Krankheiten. Ja nun, und die dritte Generation, die ist so, wie er das gesagt hat, wie in der westlichen Welt, fett und krank. Und dann hat er die alles entscheidende Frage gestellt, nämlich, wie hat sich die jeweilige Generation ernährt? Was haben die gegessen? Was haben die für Nahrung zu sich genommen? Und er hat zu seinem Erstaunen festgestellt, dass die sich komplett anders ernährt haben. Und zwar auch überwiegend anders, als es heute in den ganzen Diäten fast vorgeschrieben wird. Der konnte es erst gar nicht glauben. Nur als ein Beispiel, Kohlenhydrate. Gleich kommt ja im Laufe dieses Videos das komplette Basisprogramm, also wirklich sehr gut aufgebaut und einleuchtend und einfach. Da wirst du, wenn du dich jemals mit Ernährung oder Diäten befasst hast, feststellen, dass da vieles dem widerspricht, was heute im Mainstream fast als Dogmen verbreitet werden, wenn es um Ernährung geht. Gerade wenn es um Diäten und Abnehmen geht. Aber das ist auch noch völlig einleuchtend und ganz einfach, was der so sagt. Ich würde dieses Video hier nicht machen, wenn mir das nicht völlig eingeleuchtet hätte und wenn das nicht auch in das große Bild passte, wo auch
die Wiederentdeckung des Lebendigen von Wilhelm Reich zugehört. Das sind solche banalen Sachen, die der entdeckt hat, dass ich mich wirklich gefragt habe, warum merkt das keiner? Weil er es selber nicht glauben wollte, hat der John McDougall dann weiter geforscht und hat sich mit dem Altertum befasst, also wirklich mit Kulturen, die vor 5, 6, 7.000 Jahren gelebt haben, und hat auch da geguckt, wie haben die sich überwiegend ernährt. Also Kulturen, die für ihre Gesundheit und ihr gesundes Leben bekannt waren, wie zum Beispiel die Inkas, die Azteken oder auch die Kelten. Und hat auch da festgestellt, dass sie sich ganz anders ernährt haben, wie es heute vom Mainstream, von der ganzen Diätindustrie vorgegeben wird. Bevor jetzt gleich das komplette Programm kommt, nur noch ein Beispiel. Das sind zum Beispiel Öle. Gesunde in Anführungsstrichen Öle. Aber gibt es überhaupt gesunde Öle? Denn Öle sind immer isolierte Fette, also künstlich hergestellt, egal ob es jetzt kalt gepresst, heiß gepresst, ausgekocht oder sonst was ist. Das sind immer isolierte Fette. Und egal, was da die Marketing- und Werbeindustrie sagt, wie nativ das ist, das sind isolierte Fette, da kann man sich auf den Kopf stellen. Und kannst du dir vorstellen, dass irgendeiner davon wirbt mit dem Slogan, Fett macht schlank, weil natürlich dann sofort jeder merkt, ja, irgendwie passen sie so ganz zusammen. Weil dann natürlich irgendwann dem Dümmsten auffällt, ja, egal was ich mir für einen gesunden Salat mache, wenn ich da einen Haufen Fett drüber knalle, dann kann das auch irgendwie nicht ganz so gesund sein und mir helfen abzunehmen und mich wieder wirklich gesund, stark und kraftvoll zu machen. Womit ich schon beim nächsten Wort wäre, was in den im Mainstream so verpönten Nahrungsmitteln überreichlich drin ist. Da sagt es schon das Wort, nämlich Stärke. Rat mal, was einen Körper stark macht. Stärke oder Fette? Einmal darfst du raten. So, jetzt bin ich aber schon bei der ersten Seite dieses Programms angelangt. Vergiftung durch Essen. Das ist also so aufgebaut, dass dann auf jeder Seite immer eine Ampel zu sehen ist. Grün, das ist genau das richtige Essen, die richtige Ernährung, die dich auch wirklich gesund erhält. Gelb ist eben bedingt erlaubt, sag ich mal. Und rot ist verboten. Das macht dich krank. In einigen, vielleicht auch in vielen Punkten, wirst du denken, das gibt's so gar nicht, das kann ich gar nicht glauben, weil das genau gegensätzlich verbreitet wird. Aber genau das ist auch der Grund, warum es sich lohnt, sich hiermit einmal intensiver zu befassen. Denn wenn das stimmen würde, was so verbreitet wird, und bei den vielen Millionen und Abermillionen und weiß der Kuckuck wie viele Menschen, die da jährlich ihre Diät machen und alles Mögliche ausprobieren, wenn das also stimmen würde, dann würde es ja nicht so viel Übergewichtige und Kranke geben. Und immer mehr und immer mehr. Denn es gab schließlich noch nie eine Zeit, wo es so viele Übergewichtige und kranke Menschen gab wie heute. Also kann ja irgendetwas nicht daran stimmen, was denn so erzählt wird. Denn schließlich gibt es ja ganz viele, die machen das wirklich mit eiserner Disziplin. Und es kommt letztendlich dennoch nicht der gewünschte Erfolg dabei raus. Vielleicht siehst du es dir jetzt einfach so wie eine Slideshow an. Siehst du die Informationen an und gehst dann einfach weiter zum nächsten Blatt. Ich werde auch den Link zur PDF unten in die Beschreibung reinsetzen. Dann kannst du dir das runterladen und kannst dir das in aller Ruhe und ganz intensiv nochmal zu Gemüte führen. Schätze, du wirst bei vielen Punkten genauso verblüfft sein, wie ich es war. Obwohl es ganz einfach und auch einleuchtend ist. Deshalb wünsche ich dir jetzt viele Aha-Erlebnisse.
Thank you.
Thank you.
Thank you.